es geht auch Ihnen die Urkunde. Herzlichen Glückwunsch, dass Sie ausgewählt worden sind und weiterhin sehr viel Erfolg. Nun hat ja die Alexine-Familien der Matthias Potomi umarmt. Und da habe ich mir gedacht, das ging gerade noch. Bei uns beiden wäre das schon ein Problem, oder? Alex, Deal, ja, wunderbar. Glückwunsch zu diesem Sonderpreis. Zum Sonderpreis. Und Sie merken es am Beifall und an dem Gesang, Sie haben es wirklich verdient, diesen Preis. Frau Professor Ursula Mendel, die Vorsitzende der Hans-Seidel-Stiftung, und Sie erlauben, dass ich vielleicht noch zwei Leute erwähne. Es ist der Professor Niedermeyer, der auch viele Jahre nach Herrn Huttner, der ganz am Anfang das begleitet hat, immer da war für die vielen Fragen, die mit dem Nachwuchs zusammenhängen. Und die Preisträger wären ja nie gekommen, wenn sie nicht bei der Seidel-Stiftung ein Bett bekommen hätten. Und das Bett hat immer arrangiert und manchmal auch, wenn die Freundinnen dabei waren, oder man soll es nicht laut sagen, auch der Freund, das hat immer organisiert. Unten ist er in unserer Runde einer, der ja drüben alles managt, dass bei den Songs alles gut läuft, und da möchte ich auch herzlich danken dafür. Und jetzt, jetzt muss ich noch sagen, wo ist er denn? Nein, er sitzt da unten. Also, Michael, dir recht vielen Dank auch, ja? Ich glaube, er ist zu schüchtern, um hochzukommen, und er meint, den Beifall und den Dank haben alle im Haus, im Kloster Banz, in unserer Bildungsstätte verdient, die viele Feierrunden gestattet hat und immer guter Gastgeber war. Vielen Dank, Herr Möslein, und viele Grüße auch an das gesamte Team. Also, das war unsere Preisverleihung zum 30. Sommerfestival. Und jetzt kommt Matthias Potomi. Wir sagten etwas ganz Wichtiges an, aber wir haben jetzt so lange geredet und das muss man, müssen Sie jetzt büßen. Hoffentlich haben Sie das mit Ihren Urologen abgestimmt. Wir machen jetzt wirklich nur 10 Minuten Pause, dass wir wieder heim.